Merci, Monsieur le Président. Dankeschön, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Wenn 27 Millionen unserer Mitbürger, davon 6 Millionen Jugendliche, nicht nur ohne Arbeit sind, sondern auch ohne Aussicht auf Arbeit, und wir sehen müssen, dass einer von vier Europäern von der sozialen Ausgrenzung bedroht ist. Wenn 10% von uns 60% des europäischen Reichtums besitzen, dann ist unser Gesellschaftssystem als solches auf dem Prüfstand. Wie sieht es mit dem Klima aus? Die Temperaturen auf unserem Planeten könnten um 6 Grad steigen. Wir sehen, dass ein Drittel der Sorten, die wir noch haben, auf dem Planeten bis 2050 ausgestorben sein wird. Dann ist die Existenz unserer Gesellschaft als solche bedroht. Werte Kollegen, die Regierungen, die täglich, also die demokratisch gewählt sind, erleben täglich die Erpressung durch Finanzriesen, die too big to fail sind. Wir sehen, dass Experten, die nicht gewählt sind, die Gesetze, die für alle gemacht werden, beeinflussen. Und unser privates Leben und unsere Freiheit ist bedroht und dann natürlich auch die Demokratie als solche. Unsere Zeit ist gezählt, liebe Freunde. Jean-Claude Juncker, Sie setzen sich ein für eine echte Steuerunion. 10 Milliarden Euro entgehen der Besteuerung aufgrund der Tatsache, dass wir zu viel Geldwäsche haben und Möglichkeiten, Geld zu verstecken. Es gibt keine Möglichkeit, es gibt keine Möglichkeit, dieser Situation Abhilfe zu schaffen ohne eine einheitliche Währung. Sie möchten auch der Mann einer sozialen Union sein. Sie möchten die Dogmen ersetzen durch echten sozialen Schutz. Und da wollen Sie damit beginnen, dass wir in Europa einen Mindestlohn haben. Es gibt ja diese REFIT-Initiative, die viele von Ihnen wollen. Weniger Bürokratie bedeutet aber zum Teil eben auch weniger sozialer Schutz, amerikanisches Modell. Sind Sie ein Mann für eine Energieunion, wo wir mehr sind als eine Union zum billigen Ankauf von Gas? Es geht darum, dass auch unsere Verteilernetze effizient arbeiten und beitragen zur Ökologisierung der Wirtschaft. Sind Sie der Mann, der dafür sorgt, dass Europa mit einer Stimme spricht? Würden Sie Putin die Stirn bieten in der Ukraine? Leider sind so viele, die keinen effizienten Ansatz haben für die Beseitigung der Krise im Nahen Osten. Sind Sie der Mann für eine Wiederdemokratisierung nicht nur der europäischen Institutionen, sondern Europas insgesamt? Heute ist es das, worum es geht, ist es das, was die Bürger in Frage stellen. Es geht darum, dass unsere Parlamente, nicht nur das europäische, sondern auch die nationalen, tatsächlich einbezogen werden in die politische Entscheidungsfindung. Die sozialen Gesprächspartner müssen jedes Mal gehört werden, wenn es um Themen geht, die sie betrifft. Und es geht auch darum, dass unsere Bürger immer stärker einbezogen werden in europäische Initiativen. Wir brauchen eine Demokratie der Teilhabe. Es geht nicht darum, dass die Lobbys nur Teile der Interessen vertreten. Wir brauchen eine Vertretung des Gesamtinteresses. Sind Sie der Mann, an den wir glauben können? Wir haben Sie erlebt im Wirtschafts- und Sozialausschuss, im Wirtschafts- und Währungsausschuss. Sie wirken recht glaubwürdig. Aber ich muss schauen, wer unterstützt Sie im Augenblick? Die drei großen politischen Familien, die Sie unterstützen, sind die politischen Familien, die in Europa seit Jahrzehnten an der Macht sind.
Und dann muss ich noch etwas sagen im Zusammenhang mit dem, was Mario Draghi im Wirtschaftsführungsausschuss gesagt hat. Strukturreform, mehr Flexibilität am Arbeitsplatz, Steuern senken und so weiter. Also für diese Herren hat das, was am 25. Mai passiert ist, überhaupt keine Bedeutung. Abschließend möchte ich Folgendes sagen. Wir vertreten unterschiedliche Interessen, denn viele von uns meinen, dass der Mechanismus, der sie heute hierher gebracht hat, ein bescheidener Schritt ist im Hinblick auf ein demokratischeres Europa. Das ist, da stimme ich Vorrednern zu, noch keine Revolution, die dazu führen wird, dass Europa von Grund auf demokratisch ist. Das ist aber ein Schritt. Einige von uns möchten sie unterstützen, aber nicht alle haben Vertrauen in sie. Und wenn wir uns heute anschauen, wer sie unterstützt, dann müssen wir uns fragen, schaffen sie das, die Wende in Europa herbeizuführen, die wir brauchen? Herr Juncker, Sie sollten wissen, dass jedes Mal, wenn Ihre Kommission hier vor unserem Parlament Antworten findet, die tatsächlich von Europa wieder einen Raum des Wohlstands machen wollen, der Nachhaltigkeit und einen demokratischen Raum, dann stehen wir an Ihrer Seite. Vielen Dank.